Wir haben das eigentlich, ach ja, fast ein bisschen vermieden, würde ich mal sagen, jemanden mit großer Erfahrung reinzukriegen, weil diese Personen machen es halt eben dann genauso wieder. Ja? Und damit ist Innovation auch wieder schwierig. Also Bürokratie ist minimal, würde ich mal sagen, absolut minimal. Wenn irgendwas Leichtes sucht, dann macht das nicht. Mach was anderes, ja. Du musst die Leute zum Lernen bringen und nicht nur dazu, dass sie das Wissen sozusagen ablesen und dann sozusagen wiederholen, ja. Ich hatte mal gelesen oder gehört, dass Elon Musk die ersten 1000 Mitarbeiter von SpaceX alle selbst gecastet hat und alle selber ausgewählt hat. Stimmt das? Das stimmt, aber es ist nicht so, dass Elon die Bewerbung gelesen hat und dann gesagt hat, die Person und dann die. So war das nicht, sondern es war so, dass wir, es waren, glaube ich, waren es 1000? Kann sein. Jedenfalls, wenn wir jemanden geheuert haben, hat diese Person immer noch mal 10 Minuten, 15-minütiges Gespräch mit Elon gehabt. Ja? Und der Sinn der Sache war, dass er uns kalibrieren wollte, was wir halt für Leute heuern sollten, ja, und dass wir da nicht irgendwie grobe Fehler machen, ja. Und ich glaube, das hat er auch ganz gut gemacht. Also wir wussten schon, was er wollte. Das war schon klar. Und also, ich würde mal auch sagen, seine Unternehmungen geben auch seine Auswahl irgendwie so ein bisschen recht. Also es wird so ein bisschen Ja. in der deutschen Presse so ja, als schmückt er sich damit irgendwie fremden Federn oder so. Aber man hat schon das Gefühl von wegen, dass die Workforce, die er in seinen Unternehmen zusammenstellt, dass die unglaublich fähig sind. Ja. Was glaubst du, macht da seinen Erfolg aus oder was achtet er, wo du gelernt hast, okay, das ist wirklich, das macht einen guten Ingenieur oder einen guten Mitarbeiter aus? Naja, also zum einen ist es schon einfach Kompetenz und Wissen und halt eben auch Talent, nicht? In Deutschland ist die Wahl oftmals mehr auf Erfahrung, ja, aber das sagt ja eigentlich nicht. Alles, was du dann hast, ist jemand, der hat halt gelernt, so und so zu arbeiten, und dann macht diese Person das halt eben bei dir in der Firma genauso, ja. Wohingegen, wenn du jemanden kriegst, der wirklich von der Uni absolut gute Ideen hat, ja, dann kannst du diese Person halt eben selber trainieren, ja. Und das ist also für uns immer wichtiger gewesen, als jemanden zu finden, der halt wirklich genauso arbeitet wie in anderen Firmen. Wir haben das eigentlich, ach ja, fast ein bisschen vermieden, würde ich mal sagen, jemanden mit großer Erfahrung reinzukriegen, weil diese Personen machen es halt eben dann genauso wieder, ja. Und damit ist Innovation auch wieder schwierig. Jetzt ist, ich glaube, mittlerweile 12.000 Mitarbeiter oder so. Also SpaceX ist jetzt auch kein kleines Startup mehr, sondern das ist ein Ja. Riesenkonzern auch. Ja. Wie hält man sowas agil und schnell? Das muss, also das hast du ja im Prinzip eigentlich auch noch erlebt. Also zum Teil, ja genau, ich fand das auch immer, wir hatten eigentlich, mein gut, wir waren nicht mehr ganz so schnell in vielen Sachen wie in den ersten 10 Jahren, würde ich mal sagen. Aber wir haben halt, also Bürokratie ist minimal, würde ich mal sagen, absolut minimal. Schnelle Entscheidungen reingetroffen, und das ist halt auch ein bisschen ein Testament dafür, was halt eben Elon an Leuten geheuert hat, dass sie es halt eben auch genauso wieder weitergeben, nicht? Und auch entsprechend wieder denselben Typ an Personen wieder versuchen zu heuern, der halt Entscheidungen macht und nicht großartig da die Hände ringt, und mal, das könnte schiefgehen, ja. Ich fand es mal spannend. Ich glaube, das hast du nicht bei mir gesagt, aber irgendwo hatte ich mal gehört, das muss auch schon ein paar Jahre her sein, aber dass deine Tochter auch angehende Ingenieurin damals war und dass du gesagt hast, du hast so ein bisschen Angst, dass sie von der SpaceX-Erzählung versaut wird, weil das war harte Arbeit und das war auch irgendwo Glück, Ja. dass das irgendwie so geklappt hat und dass es manchmal vielleicht ein falsches Beispiel ist, weil das Berufsleben als Ingenieur nicht automatisch so läuft. Genau. Und das hat sie auch kurz verstanden, und das war auch wirklich einfach nur gemeint in dem Sinne von, das geht nicht immer so gut, ja. Weil gut, SpaceX ging so gut, aber wenn ich, was weiß ich, woanders angefangen hätte, dann wäre ich in einer anderen Situation gewesen. Das war eigentlich alles, ja. Es war einfach nur zu sagen, nimm nicht den Erfolg von SpaceX als das Kriterium, da diesen Job zu erreichen. Ja? Nimm was anderes. Also ich finde, der Job ist einfach interessant, und man ist ja auch kreativ und baut neue Sachen und so weiter. Und das müsste das Argument sein, und nicht in einer erfolgreichen Firma wie SpaceX zu arbeiten. Ja? Jetzt ist das Ingenieurstudium nicht besonders leicht, würde ich sagen. Oder beziehungsweise unter den vielen möglichen Studiengängen, die es so gibt, wenn man jetzt so, sage ich mal, was alles Ja. von A nach
bis Z auflisten würde, dann ist Ingenieurstudiengang nicht unbedingt das Leichteste. Warum würdest du jungen Menschen empfehlen zu sagen, ey, Ingenieurstudiengang, das ist super erfüllend und das macht Sinn? Also, ich würde fast eigentlich umgedreht sagen. Wenn du irgendwas Leichtes suchst, dann mach das nicht. mach was anderes, ja. Aber wenn du irgendwas eben suchst, was einfach, ja, wie gesagt, kreativ ist, wo man Sachen baut, wo man Sachen entwickelt, wo man auch gefordert wird und was eben auch schwierig ist, ja, dann mach das. Ja, das ist genau das, was eigentlich daran faszinierend ist. Alles, was schwierig finde ich faszinierend. Und Ingenieur ist nicht das Einzige, ja. Also Physiker, es gibt so viele schwierige Berufe, finde ich, die auch faszinierend sind. Da ist, glaube ich, nicht das Ingenieur das Einzige ist, ja. Manchmal, das hängt ja auch ein bisschen vom Typ ab, ja. Was weiß ich, manche Leute ein Interview geben oder machen kann auch einfach schwierig sein, ja. Und von daher, das hängt wirklich davon ab, wer das halt ist. Und es ist lustig, also ich würde sagen, ich bin ein besserer YouTuber, als ich damals ein Ingenieur war, aber für mich war tatsächlich das Ingenieurstudium zu bestehen, weil es mir schwer gefallen ist, hat das was mit mir gemacht. Also ich war total stolz darauf. Selbst wenn das irgendwie, wenn ich irgendwie mittelmäßiger Student war oder so, wusste ich, ist es mir sehr, sehr schwer gefallen und ich habe praktisch das irgendwie durchgezogen und war aber auch schon immer technisch begeistert. Gibt es irgendeinen Ra, also jetzt speziell den Ingenieurstudenten, irgendwo, wo du sagst, von wegen, dass würdest du den empfehlen oder ja? Ja, also zum einen würde ich nicht unbedingt an Experten glauben, ne? Sondern ich würde wirklich versuchen zu verstehen, warum was funktioniert oder warum was nicht funktioniert. Also immer so ein bisschen der Sache auf den Grund gehen dabei, ja. Und nicht unbedingt jemandes Wort nehmen und das als gültig nehmen. Auch nicht den Professor und auch nicht mich. Ja. Also ich finde es gut, wenn Leute sagen, wieso geht das eigentlich? Ja? Oder wieso geht das eigentlich nicht? Was ist eigentlich, warum funktioniert das so rum oder nicht so rum, ja? Das ist eigentlich das, was ich Leuten empfehle, ja. Einfach ein bisschen mehr Fragen stellen. Ich finde, die Frage ist wirklich wichtiger als die Antwort in meinen Augen. Das macht wahrscheinlich auch Das gilt irgendwo auch für Interviews. Das macht wahrscheinlich auch irgendwo gute Bildung aus, wenn es nicht nur Wissensvermittlung ist, sondern wenn es halt Leute hungrig macht und sagt, wenn ich muss irgendwie was verstehen oder ich verstehe die Zusammenhänge zu, ja, Kausalität zum Beispiel. Und das ist meine nächste Überleitung. Es war nämlich steile These, Starlink, das viel Haue, sage ich jetzt mal, auch in der deutschen Wahrnehmung bekommen hat, dass das wahrscheinlich, also meine persönliche Meinung, für die, ja, den Bildungszugang von der Welt mehr getan hat, als jetzt irgendwie die Entwicklungshilfe, die irgendwie die Bundesrepublik Deutschland so aufwendet oder so, einfach weil es Menschen global den Zugang zum Internet ermöglichen wird und damit den Zugang zu im Prinzip unserem gesamten Wissen, was wir heute haben. Und natürlich wird das anfangs beschränkt sein und so weiter und so fort, aber dieses Riesenpotenzial, das sehe ich, seit ich Starlink kenne und versuche das immer irgendwie so hochzufallen und kriegt da immer die Leute, hey, das ist alles doof. Warum fällt Menschen das so schwer, so bahnbrechende Technologien, deren Potenzial zu erkennen? Ich glaube, dieses ganze Potenzial ist nicht unbedingt was in Deutschland erkannt wird. Zum Teil auch, weil, gut, Deutschland hat halt ein bestimmtes Erziehungssystem, aber eben sowas wie die Khan Academy ist dann eben nicht ein Teil davon, ja. Und da muss man einfach verstehen, dass Leute in einer anderen Situation in Khan Academy im Prinzip ein Studium haben können, was gleichwertig ist, oder vielleicht sogar besser als das, was man an irgendeiner Uni in Deutschland kriegt. Ich glaube, die deutsche Mentalität verteidigt so ein bisschen den Status quo in der Hinsicht, ja. Und sieht halt eben nicht das Potenzial. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, das Internet ist ja durchaus auch ein bisschen, wie soll man sagen, da gibt es auch einen Haufen Unwissen drin, nicht? Und wird halt auch oft dazu missbraucht. Diese Anwendung, die du beschreibst, die ist zwar da, aber da muss man auch ein bisschen versuchen, nicht? Da muss man auch, was weiß ich, aufpassen, dass man eben nicht auf die falschen Schienen oder falschen Threads da eben kommt dabei, nicht? Ich hatte auch immer gedacht, das ist eigentlich unglaublich. Das ist alles Wissen an einem Punkt, ja. Aber das Problem ist eben auch, da ist auch ein Haufen Unwissen dabei, was eben entsprechend dann auch noch publiziert wird. Man muss da schon ein bisschen aussuchen und die richtigen Institutionen aussuchen dabei. Und es ist lustig, ne? Früher für die Könige, da war Wissen Macht und man musste das Wissen praktisch mühsam suchen Ja. oder Bibliotheken aufbauen. Und heute ist das Geheimnis praktisch Quatsch von guten Informationen zu unterscheiden. Genau. Man muss einfach erkennen, genau, man kann alles googeln, ja, aber dann weiß man nicht, ja, welches davon ist wahr, nicht?
Und das ist auch wieder ein bisschen ist es halt auch Wissen ist ein bisschen instantaneous. Also man googelt es und es geht rein und es geht ja raus, ja. Und das ist halt auch ein bisschen nicht so, wie es immer war. Es war, das Wissen war oftmals aufgebaut und so, dass man es eben auch entsprechend wieder Sachen ableiten kann. Das weiß ich nicht genau, wie das ist jetzt. Also da fehlt mir so ein bisschen die Erfahrung einfach, weil habe ich ja auch noch von ein paar Jährchen gelernt, nicht? Und wie ich halt denke und wisse, weil Sachen weiß, hilft mir das Internet, ja. Aber wenn man nur das Internet hat, weiß ich auch nicht, was das wiederum macht, ja. Aber fundamental, keine Frage. Internet in alle Gegenden zu bringen, ist absolut, ja, phänomenal für Erziehung, auch für Wissen verbreiten und so weiter und so fort, nicht? Und es ist lustig, dass du vorhin Khan Academy gesagt hast, weil tatsächlich Khan Academy hat mich durch Mathe 1 bis 4 in das Studium durchgebracht, weil ich hatte halt typisch in der Ja. Schule so auf Lücke gelernt oder ne, setz dich in eine Klausur rein, machst da irgendwie, lernst irgendein Schema, aber hast es Ja. eigentlich nicht verstanden. Und dann habe ich im Studium gemerkt, von wegen, Mist, du musst nochmal bei der 7. Klasse eigentlich anfangen, weil du es nicht aufbauen verstanden hast, sondern du hast Ja. immer nur ein Schema gelernt. Und Ja. tatsächlich mit diesen Videos, das fand ich großartig. Und das ist, glaube ich, auch mein Genau. Hauptbezug, positiver Bezug zu YouTube gewesen, weil ich gedacht habe, Mensch, Videos anhalten, zurückspulen, unterschiedliche Geschwindigkeiten machen und so weiter, dass Ja. das auch meinem Lernverhalten einfach sehr, sehr gut getan hat. So. Genau. Es hat eben, man muss die Leute zum Lernen bringen und nicht nur dazu, dass sie das Wissen sozusagen ablesen und dann sozusagen wiederholen, ja.